jetzt sind wir auf Sendung. Das heißt gar nicht mehr so, ne? Wir sind ja non-linear, das heißt, wir sind heute mit einem Stream live im Internet. Freue mich sehr darüber, freue mich, dass doch einige den Weg auch hier hingefunden haben, um mit uns zu diskutieren über ein Jahr Aufschrei. Und das hört sich noch panischer an, als es gemeint war. Und deshalb ist es gut, dass wir heute zusammenkommen, um ganz in Ruhe mal darüber zu reden, was das eigentlich war, was daraus geworden ist, wohin es möglicherweise führt. Und das machen heute drei Referentinnen, die eingeladen wurden, uns darüber zu berichten, über ihre Erfahrungen, über die Arbeit, über die Erlebnisse, über das Leben mit dieser neuen Situation. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt, den man hier heute im Blick haben muss. Ich darf begrüßen und tue das sehr gerne, Jasna Strick. Jasna Strick wird gleich mit einem Vortrag, Impulsvortrag sprechen über ihre Erfahrungen als eine der Initiatorinnen von Hashtag Aufschrei und als natürlich auch Gewinnerin des Grimme Online Award 2013, der Preis, der ganz besonders herausgestellt hat, was mit Hashtag Aufschrei erreicht wurde, wenn man das so sagen darf, jedenfalls, was damit sozusagen an publizistischem und an gesellschaftlichen Debatten ausgelöst worden ist. Sie schreibt an ihrer Masterarbeit im Moment und ist von Hause aus Autorin, freiberufliche Lektorin und eine engagierte Frau, nicht nur mit diesem Thema, aber vor allem jetzt mit diesem Thema und damit auch bundesweit unterwegs. Kathi Messmer ist bei uns, freue ich mich auch sehr, dass sie da ist. Sie ist auch eine Initiatorin von Aufschrei und auch Gewinnerin des Grimme Online Award. Das hängt irgendwie zusammen. Also wenn man das mit initiiert hat, hat man auch den Grimme Online Award gewonnen. 2013, eine wirklich tolle Auszeichnung für ein hochinteressantes Projekt. Sie ist Soziologin von Hause aus und von daher im Moment befasst mit einer komplizierten Dissertation über ein sehr schwieriges Thema. Möglicherweise wird sie selber darüber ein paar Sätze sagen. Es geht um das optimierte Geschlecht und um die damit zusammenhängenden komplizierten Fragen. Sie ist Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung und deshalb ist sie auch als politische Referentin bei der SPD schon aktiv gewesen. Mehr wollen wir heute jetzt noch nicht verraten, vielleicht ergibt es das ein oder andere noch im Gespräch. Und ich freue mich ganz besonders, dass aus Hamburg stammend heute bei uns in Düsseldorf zu Gast Kübra Gümüşay. Unser Gast ist Kübra, ist eine Frau, die sich intensiv befasst hat mit dem Verhältnis von Deutschen und Türken, aber auch von Türkei-Stämmigen und Deutschen. Sie ist deutsch-türkische Journalistin. Sie lebt im Moment nicht hier in Deutschland, sondern in einem anderen Land zusammen mit ihrem Mann, wovon wir vielleicht auch noch ein bisschen erzählen können gleich, weil das interessant ist, die unterschiedlichen Erfahrungen, die man so in verschiedenen Ländern macht. Sie ist auch eine der Initiatorinnen, aber eben nicht von Hashtag Aufschrei, sondern von Hashtag Schau hin. Und das wiederum beschäftigt sich nun mit den Fragen, die genau damit zusammenhängen, dass man ein bisschen anders aussieht, möglicherweise in einer anderen Ecke der Welt nicht zur Welt gekommen ist, sondern da Wurzeln hat und so weiter, wie eigentlich alle von uns. Und genau vor dem Hintergrund werden wir heute das miteinander besprechen. Ich freue mich sehr darauf. Jetzt gebe ich das Mikrofon im Rahmen unseres Streams an unsere Vortragsgästin, Gast, sagen wir Gast, verdammt nochmal, ganz einfach. Und zwar so, wie sie da steht, Jasna Strick, ich bringe dir das Mikrofon rüber und wir sind gespannt auf den Vortrag. Ja, das ist hier ein bisschen knapp. Ich hoffe, das funktioniert so. Ja, also auch von mir nochmal schönen Abend. Schön, dass ihr alle da seid und den Livestream eingeschaltet habt, je nachdem. Ich werde heute über Hate Speech im Internet sprechen, genauer gesagt über Hate Speech zum Ausdruck von Antifeminismus im Internet, ein bisschen langer Titel. Und weil ich nicht weiß, wie sehr euch der Begriff geläufig ist, vermutlich gar nicht so, fange ich ganz klassisch mit einer Definition an, wie man das so macht. Hate Speech lässt sich vielleicht am besten mit hasserfüllter Sprache ins Deutsche übersetzen. Vor allem lässt es sich damit charakterisieren, Hate Speech beinhaltet Beleidigungen, Drohungen und Abwertungen, einer bestimmten Person oder Personengruppe zu verletzen. Hate Speech ist nicht dazu da, Menschen von Inhalten zu überzeugen und kann deswegen auch nicht mit Kritik oder Meinungsäußerung gleichgesetzt oder gar gesetzt werden. Hate Speech trifft verschiedene Menschen oder Menschengruppen, die sich öffentlich äußern. Mit Öffentlichkeit meine ich hier nicht unbedingt nur mediale Öffentlichkeit, sondern auch Vorträge wie dieser oder das Internet, Blogs, soziale Netzwerke. Ja, alles, was so außerhalb der eigenen vier Wände ist. Ich spreche heute hier über Hate Speech, die feministische Aktivistinnen trifft, weil darüber kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Es gibt natürlich auch Hate Speech gegen andere Leute oder andere diskriminierte Gruppen. Als der Aufschrei startete, vor in wenigen Stunden genau einem Jahr,
wir haben also gleich Jubiläum, lenkte er für mehrere Wochen das Augenmerk auf ein Thema, das eigentlich schon sehr oft diskutiert wurde, aber für meine Generation oder ja, unsere Generation, ich bin da vorsichtig, noch nicht öffentlich in dem Ausmaß diskutiert wurde, wie das seit dem letzten Jahr passiert ist, nämlich Sexismus und sexualisierte Gewalt in jeglichem Sinne. Und ja, als der Aufschrei startete, das startete auf Twitter und zeitgleich zum Aufschrei starteten auch die Menschen, die ja, sexualisierte Gewalt verharmlost haben, im weitesten Sinne, die den Opfern die Schuld gegeben haben. Ich muss leider sagen, das Übliche, was hattest du an, als du vergewaltigt wurdest, solche Geschichten. Und dazu kamen dann eben auch sehr schnell die Kommentare, die die Leute persönlich angriffen, die ihre Geschichten erzählt haben oder uns Initiatorinnen. Und das sind die Fälle, über die ich heute sprechen möchte. Ja, mit mehr Aufmerksamkeit und oder Medieninteresse steigt auch die Anzahl der Hassangriffe. Im Fall von uns Aufschrei-Aktivistinnen waren das konkret Sachen wie Mentions auf Twitter, Nachrichten auf Facebook, E-Mails, Blog-Kommentare, aber auch ganz klassisch SMS und anonyme Anrufe, YouTube-Videos oder ganze Blogs, die sich monatelang mit uns beschäftigten. Ja, da wird, ich kann gar nicht Wurde sagen, da wird uns Vergewaltigung angedroht, uns und unseren Kindern den Tod gewünscht. Das wird dann auch teils sehr detailliert beschrieben. Es gibt Spekulationen über unser angebliches Sexualleben, Urteile über unsere Körper, unsere beruflichen Leistungen werden verunglimpft. Wir werden mit Faschismus in Verbindung gebracht, also Feminismus, Faschismus. Ja, die meisten Kommentare kann man als sexistisch, rassistisch, homophob zusammenfassen, je nachdem, welche von uns es gerade trifft. Teilweise kann hier von Stalking gesprochen werden, auf jeden Fall aber von Rufschädigung und Psychoterror. Ein Fall von Hate Speech, der diese Woche nochmal aktuell geworden ist, ist der Fall von Beleidigung gegen die bayerische Politikerin Gabriele Pauli. Auch durch die Presse ging diese Woche, es ist vor ein paar Jahren, also es ist schon ein bisschen länger her, ein Artikel erschienen von Franz Josef Wagner. Ich hoffe, ihr kennt ihn nicht, weil er war der Chefredakteur von Bild.de und hat in dem Zuge einen Artikel über Gabriele Pauli geschrieben und sie unter anderem als frustriert und durchgeknallt beschrieben, was man ja als Beleidigung für Frauen immer ganz gut kennt. Und er hat Fotos von ihr mit Pornos in Verbindung gebracht. Also das waren ganz klar sexistische Angriffe, die gegen diese Politikerin gelaufen sind. Sie hat sich zur Wehr gesetzt und das hat jetzt 8 Jahre gedauert und sie musste bis vors Bundesverfassungsgericht ziehen und jetzt gibt es eine, wie heißt denn das, Unterlassungsklage, der stattgegeben wurde und es gibt auch eine Geldstrafe, unter anderem wegen durchgeknallt. Ja, das ist so ein aktueller Fall, der gerade gelaufen ist, den vielleicht einige mitbekommen haben. Funktioniert das? Ja. Dann will ich kurz versuchen, darauf einzugehen, wer die TäterInnen sind. Ja, den Comic werde ich nicht vorlesen, aber ich fand ihn ganz nett als Bebilderung. Das beschreibt ein bisschen humorvoll auf das, worauf ich jetzt eingehen möchte, weil also hinter Hate Speech gegen Feministinnen stecken meistens Männer. Es gibt auch Frauen darunter. Da muss man aber vorsichtig sein. Es ist schon vorgekommen, dass solche Frauen sich als Männer herausgestellt haben. Weil es natürlich irgendwie die Sache besser legitimiert, wenn man eine weibliche Fake-Identität hat und aus einer weiblichen Sicht Frauen angreift, sexistisch angreift, stalkt und so weiter, mit der Begründung, wenn selbst Frauen nicht gut finden, was ihr tut, dann stimmt ja irgendwas nicht. Und also da muss man vorsichtig sein, wer da jetzt so wirklich dahinter steckt, das weiß man nie so genau. Ja, vielfach handelt es sich bei den Ausübenden von Hate Speech um AnhängerInnen des Antifeminismus oder Maskulismus. Das ist so eine Selbstbezeichnung, die sie teilweise benutzen. Und das sind vielfach die gleichen Charaktere, die aus den üblichen Netzwerken und Foren bekannt sind. Also die organisieren sich natürlich auch und tauschen sich aus und haben so Interessensverbände und solche Geschichten. Teilweise sind es aber auch einfach nur MitläuferInnen. Es gibt eine Studie von Hinrich Rosenbrock, ich habe gesehen, dass sie hinten auch ausliegt, zur antifeministischen Männerrechtsbewegung. Und der kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass sich seit den 1990er Jahren da in dem Personenkreis, den das betrifft, gar nicht so viel getan hat. Das sind teilweise immer noch die gleichen Leute, die in den 90ern damit angefangen haben. Die sind da jetzt immer noch dran. Und ja, das ist eigentlich eine relativ kleine Gruppe und es wird eben versucht, das
ja, zu erforschen, wer da so dahinter steckt. Meistens handelt es sich da anscheinend um Männer, die in ihrem Leben mehrere Enttäuschungen erlebt haben, persönlicher Art, die ihre Trauer und Wut nicht verarbeiten können und die das dann eben auf Frauen projizieren. Sowas wie Scheidungen oder vor Gericht verloren und die Richterin war eine Frau, solche Geschichten. Und daraus entstehen dann solche, ja, solche neuen Hobbys. Und ja, das sind eben Männer, die stark verunsichert sind, was ihre Persönlichkeit und was ihre Männlichkeit angeht. Und an einigen Stellen gibt es Überschneidungen zu rechtsextremen und nationalistischen Szenen. Ein bekanntes Beispiel ist da Anders Breivik, der Massenmörder aus Norwegen, der sich unter anderem auf antifeministische Ideologien berufen hat. Der hat ja auch verstärkt sich gegen Frauen gewandt, als er da die Leute reihenweise abgeschlachtet hat. Und auch deutsche MaskulistInnen haben sich davon nicht flächendeckend distanziert. Also da gibt es halt auch Verbindungen, die mit Rechtsextremismus, Anti-Islamismus da Überschneidungen sind. Und das ist so der gleiche Schlagmensch. Hier geht's weiter. Ja, welche Ziele stehen hinter Hate Speech? Es ist eigentlich relativ klar, Hassnachrichten haben das Ziel zu verletzen und vor allen Dingen zum Schweigen zu bringen. In der Studie, die ich eben erwähnt habe, wird noch ein Gedanke beschrieben, den ich hoffentlich auch hier drin habe, genau. Das Ziel ist der absolute Sieg, die Identität des Gegenübers oder sogar die Person soll zerstört werden. Das ist sehr eindeutig und auch sehr alarmierend, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Hate Speech möchte die Sprechenden als überlegen darstellen und ja, eine Dichotomie zwischen denen und uns herstellen. Und die Betroffenen sollen das Gefühl bekommen, sie wären in der Unterzahl, sie wären moralisch unterlegen und sie hätten weniger Rückendeckung. Und ja, in unserem Fall bedeutet das natürlich, dass ein der Feminismus stilisiert wird, was ja auch immer wieder passiert. Und das wird dann dargestellt so als verirrte Ideologie und das sind die Leute, die es wirklich verstanden haben, die auf der richtigen Seite stehen und jetzt die Menschheit überzeugen müssen. Und da wird eben diese Gegenüberstellung gemacht und dieses Gut gegen Böse-Ding aufgestellt. Ja, da wird teilweise sehr großer Aufwand betrieben und es geht darum, die Netzwerke von Frauen zu zerstören. Also Aufschrei hat neue Netzwerke geschaffen. Aufschrei bekam mediale Aufmerksamkeit, bekommt sie jetzt ein Jahr danach noch und wird sie auch weiterhin bekommen. Und ja, über Sexismus und Feminismus wird plötzlich wieder ganz anders diskutiert, als es vorher der Fall war. Es wird überhaupt diskutiert, öffentlich. Sexualisierte Gewalt ist nun nicht mehr nur so eine Zahl, also es gibt ja schon seit Ewigkeiten Studien und Zahlen darüber, wie viele Menschen, wie viele Frauen davon betroffen sind, aber da kann man sich nicht immer so was drunter vorstellen und es gibt jetzt Geschichten dazu und ja, eins der wichtigsten Ergebnisse des Aufschrei ist dieses Zusammengehörigkeitsgefühl oder dieses Gefühl einer, ja, wie nennt man denn das am besten, einer Schicksalsgemeinschaft, die da entstanden ist, von Leuten, die wissen, das ist nicht nur mir passiert, das passiert auch anderen und das passiert reihenweise und das passiert Freundinnen, Schwestern, Arbeitskolleginnen und das sind Leute dabei, die teilweise das erste Mal in ihrem Leben über Sachen gesprochen haben, die sie teilweise seit Jahrzehnten traumatisieren, die ihnen tagtäglich begegnen. Also die meisten von euch kennen das wahrscheinlich und das ist eine sehr wichtige Entwicklung, wie ich finde. Und es gab letzte Woche einen Artikel in der Taz von Margarete Stokowski, daraus fand ich den Satz besonders schön. Eine Frau, die glaubt, ein unglücklicher Einzelfall zu sein, wird keine Revolte starten. Und ja, das scheinen auch die Leute gemerkt zu haben, die Hate Speech nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Die, ja, die haben Angst vor der Revolte und vor einer Veränderung, im Grunde vor der Zerschlagung von patriarchalen Strukturen, dass sich Machtstrukturen verändern. Und wenn du alleine dastehst, dann gibt es keine Revolution, aber in gewisser Weise ist, glaube ich, die Revolution letztes Jahr angebrochen. Und ja, durch Hate Speech wird eben versucht, die Leute, die sich gefunden haben, wieder voneinander zu isolieren, die zum Schweigen zu bringen, die zum Rückzug zu bewegen und ja, den wieder den Platz in der Gesellschaft auszufüllen, den die Leute für uns vorgesehen haben, sozusagen. Mal gerade hier wechseln. Ja, und nun, das ist die Frage, die sie stellt. Was bei der Betrachtung von Hate Speech bleibt, ist das wenig verwunderliche Ergebnis, dass es im Internet genau die gleichen Strukturen gibt, die es überall gibt.
Es gibt Diskriminierung und Ausschlüsse. Und Frauen, für Frauen ist das Risiko besonders hoch, von Diskriminierung und Hate Speech betroffen zu sein. Katrin Ganz betont, Online-Harassment ist eine neue Variante struktureller Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und das ist eben was, was wir ernst nehmen sollten. Aber beim Umgang mit Hate Speech ist eine Sache wichtig abzuwägen und so ein bisschen der Knackpunkt in der Geschichte. Es handelt sich bei den TäterInnen um eine sehr kleine Gruppe, für die sich die Medien auch quasi nicht interessieren. Das Niveau der Beschimpfung ist sehr niedrig und zum Glück zu niedrig für deutsche Presse, als dass sich damit großartig auseinandergesetzt wird. Also diese Hate Speech Diskussion findet nicht öffentlich statt, setzt sich öffentlich nicht durch, und das ist zunächst ein gutes Zeichen. Das ist eben dann die Abwägung dabei, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wie viel Öffentlichkeit da gut ist. Was als Bilanz aber eben auch bleibt, und das ist das Wichtige, es gibt immer noch Räume und Lebensbereiche, in denen versucht wird, Frauen und andere diskriminierte Gruppen aufgrund von Hass und menschenverachtenden Ideologien, man kann es eigentlich nicht anders sagen, zum Schweigen zu bringen. Und durch einige wenige, aber sehr gewaltvolle Störer werden da Debatten verhindert, da werden Menschen systematisch ausgegrenzt. In der Praxis bedeutet das, dass, ja, wie immer der gesunde, weiße, hetero Mann aus der Mittelschicht derjenige ist, der sich am gefahrlosesten äußern kann, der hauptsächlich an der Meinungsbildung beteiligt ist, weil eben Frauen und andere diskriminierte Personen sich aus Diskursen zurückziehen und nicht an Meinungsmache beteiligt sein können, weil es keinen Raum für sie gibt, der sicher ist. Und hinter Hate Speech steckt genauso strukturelle Diskriminierung wie hinter sexualisierter Gewalt, die offline stattfindet. Und das ist ja das, was der Aufschrei nochmal vor Augen geführt hat, dass das ganze System hat. Und genauso wie es Offline-Lücken im Rechtssystem gibt, im politischen Diskurs und vor allem in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, gibt es sie natürlich auch bei Hate Speech. Und es ist auch kein Wunder, dass es strafrechtlich ein bisschen schwierig ist, das zu verfolgen. Das hat man ja in der Geschichte von Gabriele Pauli gesehen, wie lange das dauern kann, weil das Problem auch im Allgemeinen in den Köpfen einfach noch nicht angekommen ist, dass es das Problem gibt und was das bedeutet und wie, welche Auswirkungen das hat. Und bevor das nicht passiert, muss man sich auch nicht wundern, dass sich da politisch nichts bewegt, sozusagen. Und was da wichtig ist, ist eben, Sprache ist Handlung. Auch geschriebene Sprache ist Handlung. Und deswegen ist Hate Speech nicht harmlos. Es handelt sich hier um ganz konkrete Gewaltfantasien, um Beleidigungen, die ihre Wurzel in Frauenverachtung, also in Sexismus haben. Wo die stattfinden, das ist total egal, ob das auf der Straße passiert oder auf Facebook. Das hat Auswirkungen auf alle Ebenen des Lebens. Und wer die weitreichenden Folgen von Hate Speech nicht verstanden hat und sich nicht vorstellen kann, was das für Verletzungen auch nach sich zieht, hat sich vermutlich auch noch nie online verliebt, zum Beispiel. Und ja, das ist mein Punkt. Wir müssen das Problem ernst nehmen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Jasna Strick. Das war der Impuls heute, und jetzt wollen wir gemeinsam in ein Gespräch gehen. Wir gehen dazu hier um den Tisch rum. Das heißt, ich muss auf den gelben Stuhl, dann gehe ich, also ja, ich soll da rausnehmen, hier so rumgehen. Wir dürfen uns wieder setzen, im doppelten Sinne. Und ich freue mich, dass wir zusammen sind, um über das zu sprechen, was wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben. Und ich glaube, Kathi Messmer, als erstes wäre es wichtig, wir klären nochmal oder erläutern nochmal kurz, wir sind ja auch im Stream und damit weltweit öffentlich, wir erläutern nochmal kurz, was das jetzt mit dem Aufschrei auf sich hat. Heute ist es ein Jahr her, das heißt, wir haben eben gehört von Jasna, es ist genau um 0.08 Uhr, also insofern werden wir es heute gar nicht mehr erleben, dass es ein Jahr her ist, sondern es ist eigentlich erst heute Nacht, also morgen früh, dann ein Jahr her, und es hatte einen ganz bestimmten Grund, und am besten erzählst du, wie es losging und was abging ab dem 25. Januar 2013, 0.08 Uhr. Ja, ich würde gerne ein bisschen vorher anfangen. Und zwar habe ich mich immer in feministischen und emanzipatorischen Zusammenhängen bewegt. Das heißt, ich habe auch, als ich das Internet für mich als Infrastruktur entdeckt habe, relativ früh Twitter als Tool kennengelernt, das Menschen dafür nutzen, um auf Diskriminierung aufmerksam zu machen und auch als Tool zu benutzen, über eigene Erfahrungen mit Diskriminierung zu sprechen, also die öffentlich zugänglich und sichtbar zu machen. Und ich glaube, so den ersten
so das erste Mal, dass es so richtig krass abgegangen ist und ich das beobachtet habe, war Mitte Januar 2013. Und zwar hatte da die Journalistin Annette Meyritz, die bei Spiegel Online damals für die Piratenpartei zuständig war, im Printspiegel einen Artikel veröffentlicht, der hieß "Über sie hört man ja auch so einiges". Und in dem Artikel hat sie sich mit Sexismus in der Piratenpartei beschäftigt und im Zuge dessen auch so ein bisschen erzählt, wie es allgemein so mit Sexismus im politischen Berlin so bestellt ist. Und da fingen so in meinem Umkreis relativ viele jüngere Frauen, die irgendwie journalistisch und politisch und oder politisch aktiv sind, an, irgendwie darüber zu schreiben, so, hey, das ist nicht nur sie, der das passiert, sondern ich kenne das, und haben dann angefangen, auch konkrete Erfahrungen zu schildern. Und da war schon immer wieder der Gedanke im Raum, eigentlich wäre das mal sinnvoll, das irgendwie zu bündeln, zu veröffentlichen, gebündelt zur Verfügung zu stellen, um eben mal wegzukommen von diesen vielen Einzelfällen und darauf hinzuweisen, dass das wirklich ein kollektives Phänomen ist, wenn das so vielen passiert. Und irgendwie hat sich das dann nicht verstetigt, und dann kamen eben am 24.01. zwei Artikel in zwei unterschiedlichen Medien, die wichtig waren. Das eine war der Artikel von Laura Himmelreich, den wahrscheinlich alle mitbekommen haben, in dem sie unter dem Titel "Der Herrenwitz" ein Porträt über Rainer Brüderle veröffentlicht hat, in dem sie eben nicht nur Rainer Brüderle als aus der Zeit gefallenen Kandidaten beschreibt, sondern auch darauf eingegangen ist, was sie für persönliche Erlebnisse mit ihm hatte in der Begegnung und dass er sich da sexistisch verhalten hat. Und das hat natürlich das komplette politjournalistische Berlin gleich mal in helle Aufruhr versetzt. Und am gleichen Tag ist auf dem Blog Kleiner 3 ein sehr, sehr interessanter Artikel erschienen von der Autorin Maike Hank, die über Alltagssexismus geschrieben hat und über Street Harassment. Und beide Artikel wurden auf Twitter heiß diskutiert es führte auch dazu, dass wieder Frauen anfingen, auch über eigene Erfahrungen zu berichten. Und im Endeffekt war es dann eben in der Nacht, ich glaube 0.08 Uhr, irgendwie sowas, Nicole von Horst, eine Twitter-Nutzerin, die auch auf dem Blog Kleiner 3 mittlerweile dabei ist, auch eine Autorin, die anfing, über eigene Erfahrungen, eigene Erlebnisse mit Sexismus und sexuellen Übergriffen zu twittern. Und das war dann Jasna Strick, die gerade den Vortrag gehalten hat, die Nicole von Horst anschrieb und sagte, ey, wäre das nicht sinnvoll, du gibst dem Ganzen irgendwie einen Hashtag, damit das eben irgendwo gebündelt erscheint. Und dann war es Anne Wizorek, eine dritte Frau aus dieser Runde, die dann eben meinte, okay, ich schlage Aufschrei vor. Und was dann passiert ist, ist ganz, ganz exemplarisch für Social-Media-Phänomene. Also es war quasi das Best-Practice-Modell eines Social-Media-Phänomens, weil es ist genau das passiert, was Hashtags ausmacht. Ganz viele Leute haben ganz schnell verstanden, wofür dieser Hashtag steht, haben angefangen, ihn aufzugreifen, haben ihn verwendet, haben eigene Botschaften getwittert und mit diesem Hashtag versehen. Und das Ganze dauerte, glaube ich, von Anne Wizoreks Vorschlag, ich schlage Aufschrei vor, bis zu den Ersten, die das aufgegriffen haben, keine 10 Minuten. Und dann ging es sehr schnell, sehr vehement ab, würde ich sagen, so. Und innerhalb der ersten 30 Minuten kamen die ersten 100 Tweets zu dem Thema. Und ich kann mich eben noch daran erinnern, dass ich war gerade in eine neue Wohnung gezogen und war eben gerade auf dem Weg, eigentlich ins Bett zu gehen, wollte ein letztes Mal gucken, was auf Twitter passiert, sehe diese Konversation, fand das unglaublich emotional und berührend, fand das auch aufgrund der Diskussion, die wir davor hatten, eine ganz wichtige Sache, und habe dann eben auch angefangen, mit zu twittern. Und die ersten Stunden waren, also das ging so bis 4 Uhr ungefähr, waren enorm emotional aufwühlend, in diesem all diese Geschichten zu lesen von anderen Frauen und diese Ambivalenz auszuhalten zwischen, das tut unglaublich weh zu sehen, was anderen Frauen passiert ist, und gleichzeitig dieses Gefühl des nicht mehr Alleinseins. Also das war, und das haben auch ganz viele geschrieben, das war für sie in dem Moment ein unglaublich selbstermächtigendes Gefühl, zu merken, okay, wenn das so vielen anderen passiert, hat das Struktur. Das ist nicht meine Schuld gewesen, das ist nicht mein Problem, und ich muss jetzt auch nicht mehr alleine damit klarkommen, sondern so, wir sind jetzt viele und wir werden gehört. Und das hat für mich vieles ausgemacht. Und dann
kann ich mich daran erinnern, dass ich irgendwann, ich hatte am nächsten Tag einen Termin, dass ich irgendwann einfach ins Bett gegangen bin, gesagt habe, so, ich schlafe jetzt. Und als ich am morgens um 8 oder 7 aufgestanden bin, sah ich halt, das läuft immer noch und hatte so meine Bezugsgruppe und meine sogenannte Filterbubble schon lange komplett verlassen, also sozusagen in alle Teilbereiche von Twitter vorgedrungen. Und als ich irgendwie um 10 Uhr aus meinem Termin rauskam, las ich die ersten Presseartikel darüber und dann dachte ich mir so, okay, wow, das hat so an Fahrt aufgenommen, dieser kurze Moment, diese kurze Aushandlung, diese kurze Interaktion zwischen Jasna Strick, Nicole von Horst und Anne Wieczorek hat sich so ausgebreitet und ist so quer durchs Netz gegangen, dass die Medien das jetzt auf einmal interessant finden. Und dann kam natürlich eben dazu, dass diese Rainer Brüderle-Geschichte noch parallel dazu lief und Aufschrei und Rainer Brüderle haben sich dann sozusagen gegenseitig die ganze Zeit so verstärkt und das Phänomen halt auch so lange am Leben gehalten. Ja, eindrucksvoll in jedem Fall und auch sozusagen nicht nur der Beginn, der sehr konkret und ganz eigentlich man kann sagen, gar nicht jetzt anlassbezogen, sondern es lag halt in der Luft. Und dann kam der Stern mit dem Bericht dazu, also Frau Himmelreich, und das ergibt dann sozusagen diese Mischung, die plötzlich explodiert und wo sich was öffnet. Ich finde, das war gut beschrieben. Es ist die Frage, ob der Stern sich dann nur darüber gefreut hat, weil er jetzt plötzlich tolle Auflage hatte. Brüderle hat sich nicht gefreut und hat dann ja auch geschwiegen. Die politische Dimension oder das politische Spiel, das werden wir vielleicht gleich nochmal gemeinsam erörtern. Wir sollten auch erwähnen, dass in den ersten 14 Tagen fast 60.000 Frauen, vorwiegend Frauen, also auf jeden Fall Menschen reagiert haben auf dieses Angebot im Netz und das ist schon eine gewaltige Zahl, die sich auch verstetigt, also es gibt immer noch Meldungen, haben wir eben im Vorgespräch darüber gesprochen, es ist durchaus so, dass reagiert wird, wobei natürlich sowas immer auch Wellen unterliegt. Im Moment ist ein Jahr, es wird möglicherweise ab morgen wieder viel stärker losgehen. Jetzt sitzt bei uns Kübra Gümüşay und Kübra ist auf eine andere Weise mit dem Thema konfrontiert und auf diese Weise aber auch. Und deshalb wäre es gut, wenn du uns berichtest, wie es dazu kam, dass du sozusagen den Hashtag Schauhin begründet hast und eine Welle ausgelöst hast. Erzählst du uns davon? Klar, also was mich an Aufschrei wirklich fasziniert hatte, war die Möglichkeit, ein Alltagsphänomen, das sehr viele Menschen kennen, sehr viele Menschen teilen, aber ein Thema, das nie in den Medien diskutiert wurde, dann plötzlich in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir machen das zu einem Thema. Ich finde, da findet eine Machtverlagerung statt, eine Machtübernahme sozusagen. Früher war ja nicht das erste Mal, dass über Alltagssexismus gesprochen worden ist. Es gab schon vorher Street Harassment Maps, wo auf Landkarten dann oder Stadtkarten dann festgesetzt wurden, hier ist mir das passiert. Menschen haben schon lange ihre persönlichen Erfahrungen geteilt, das war nichts Neues. Aber der Moment war neu und der Moment, und das finde ich, ist besonders stark an Twitter, das, was ich besonders wirklich erfrischend fand und stark fand, war, dass man nicht mehr abhängig ist von Gatekeepern, man ist nicht mehr abhängig von irgendwelchen Redakteuren, irgendwelchen Chefredakteuren, Menschen, die an den Toren zu Medien sitzen, zu den Leitmedien, zu den klassischen Medien. Und dass man all diese Menschen umgehen kann und auf ein Thema aufmerksam machen kann über einen ganz neuen Tool. Und zwar ist es keine Demonstration auf der Straße, wo man darauf angewiesen ist, dass jemand berichtet. Nein, man hat auf Twitter die Möglichkeit, auch die Algorithmen zu umgehen und einen Hashtag zu starten, und wo Tausende von Menschen mitmachen können. Und die Quantität der Menschen zusammen mit der Qualität sorgt dafür, dass Aufmerksamkeit erzeugt wird. Denn es gibt Trending Topics und anhand der Trending Topics kann man sehen, diese Tweets, dieses Thema beschäftigt das Land. Auch wenn kein einziges Medium darüber berichten würde, würde man auf Twitter sehen, in Deutschland ist gerade das ein Thema, das gerade Menschen beschäftigt. Das heißt, man umgeht die traditionellen Medien, man umgeht die Gatekeeper, man umgeht all diese machtvollen Kreise, von denen man normalerweise abhängig ist. Und das zweite Spannende, was ich an Aufschrei bewundert habe, war, dass keine einzige Statistik, keine einzige Studie, kein Gespräch, keine Geschichte, nichts kann Tausende von Geschichten ersetzen. Und da ist man nicht konfrontiert mit einem Medienbericht, man ist nicht konfrontiert mit einem Beispiel und einer Studie, die dazu in einem Artikel, in einer Reportage erläutert wird. Nein, man hat dort Tausende von Individuen, die alle eine krasse Geschichte haben
Und du kannst sozusagen auf diese Geschichte klicken, auf diesen Menschen klicken. Du kannst mehr über diese Person erfahren. Du erfährst dann erstmal diese sehr persönliche Geschichte dieser Person und gleichzeitig erfährst du, dass diese Person deine Nachbarin hätte sein können oder du selber oder deine Freundin und so weiter und so fort. Das heißt, die Stärke und die Kraft all dieser Geschichten hat mich total beeindruckt. Und ich war aber von Sexismus nicht in der Art und Weise betroffen wie andere Frauen, weil bei mir sich das immer mischt mit anderen Formen, häufig mit Rassismus, häufig mit Islamophobie. Und deshalb hätte ich nie mich ausschließlich darüber identifizieren können. Also ich hätte nicht mich als Opfer von Sexismus primär gesehen, sondern primär Opfer von Islamophobie oder Betroffene von Rassismus. Und deshalb war Aufschrei für mich total spannend als Methode, als Krafttool, als Mechanismus, hat aber mich nicht so sehr bewegt, weil für mich diese Themen schwerer gewogen haben. Trotzdem fand ich das so toll, habe das verfolgt und alles. Und dann Monate später, erst im September letzten Jahres, dann gab es eine Podiumsdiskussion bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo wir dann über dieses Thema diskutiert haben. Und da hatte ich unter anderem den Gedanken geäußert, dass es eigentlich auch für ein anderes Alltagsthema, das wirklich Tausende von Menschen in Deutschland betrifft, wo aber nicht genug mediale Aufmerksamkeit für besteht, und das ist für mich Alltagsrassismus, dass man dafür ein Hashtag starten sollte. Und Sabine Mohammed war auch auf dem Podium und die haben zugestimmt, wäre ja interessant und so weiter und so fort. Und Jamie Shearer, die war auch an dem Tag dabei, hatte vorher einen Vortrag gehalten, und wir haben dann uns noch ein bisschen darüber unterhalten und fanden das eigentlich eine coole Sache, sollte man unbedingt machen. Und es kam aber irgendwie nicht dazu. Ich war noch ein bisschen am Reisen und dann am Ende der Woche habe ich dann vorgeschlagen, das sollte ich jetzt irgendwie vielleicht doch machen. Habe dann auf Twitter gefragt, ob es Vorschläge gibt. Habe ein Titanpad, also ein Online-Dokument eröffnet, wo ganz viele Leute, alle, die den Link haben, mitschreiben können und mitgestalten können. Und haben dann gebrainstormt. Der wurde dann aber sofort von Rassisten und Sexisten überschwemmt, was dazu geführt hat, dass wir ein neues Titanpad aufgemacht haben, wo sie natürlich auch alles dann überschwemmt haben. Und dann war da so der Moment, okay, ganz ehrlich, ich kann nicht mehr warten, ich mache das jetzt. Dann haben wir uns, die Top-Vorschläge waren irgendwie so, es gab 5 Vorschläge, es gab eine kurze Abstimmung. Ich glaube irgendwie so, die Schau hin wurde ja letztendlich der Hashtag auch genannt, aber irgendwie 11 Stimmen gab es dafür. Auf 180 hätte ich präferiert, ist es dann nicht geworden. Und es war aber auch relativ egal in dem Moment, was es wird, weil da einfach so ein Momentum erreicht war. Ich glaube, es kann man schlecht planen. Also ich dachte, man kann vielleicht sowas planen, man kann es vielleicht tatsächlich auch wirklich planen. Aber ich glaube, dadurch, dass das Aufschrei so gut funktioniert hat, Menschen diesen Mechanismus kannten und dann diese kleinen Trollangriffe stattgefunden haben, war dann so eine Wut da, die dann dazu geführt hat, dass einfach dann der Tweet kam, ja, das ist übrigens jetzt der Hashtag für Alltagsrassismus, und dann ging es los. Und es war lange nicht so groß, lange nicht so viele Menschen, wie das bei Aufschrei der Fall war, aber man kannte das Phänomen und man hat das sehr ernst genommen. Und das konnte man sehen an der Art und Weise, wie Menschen das sofort verstanden haben und übernommen haben. Und es war trotzdem eine beachtliche Zahl. Schauhin wurde zum Trending Topic, ich glaube 2-3 Tage lang in Deutschland, was schon ein Erfolg ist für ein Thema, das normalerweise unglaublich vernachlässigt wird. Und auch da wieder der gleiche Effekt, nämlich dass Menschen ja eine Geschichte geteilt haben, und man kann über Alltagsrassismus erzählen, wie man möchte, aber häufig hört man, du bist ja vielleicht eine Ausnahme, oder du denkst, du bist selbst eine Ausnahme. Man sieht nicht das eigene Erlebnis in einem größeren Kontext, in einem sozialen Geflecht, in einem Mechanismus. Und da habe ich erst das verstanden, was Kathi erzählt hat und was andere erzählt haben über Aufschrei. Und zwar glaubt man immer, wenn man über ein Problem spricht, macht man sich zum Opfer. Und das kam dann auch als Vorwurf teilweise. Aber genau das Gegenteil tritt ein. Denn in dem Moment, wo man davon spricht, empowert man sich und andere. Man distanziert sich von dem Erlebten und macht das Erlebte zu einem Problem der Gesellschaft und nicht zu einem persönlichen Problem, das nur einen selber betrifft. Und natürlich ist das also das ist nah an der Grenze zu Opfermentalität, kann man sagen. Aber genau das Gegenteil tritt ein, nämlich durch den Moment, wo alle sagen, ich habe das erlebt, und da bist nicht mehr du allein im Rampenlicht mit meinem Problem. So, jetzt erzähl mal, wie hast du dich gefühlt? Nein, das sind Tausende, die das Gleiche teilen. Und dann fragt man sich nicht, was ist dein Problem, sondern was ist das Problem der Gesellschaft? Und das fand ich so spannend. Und obwohl der Erfolg nicht lange nicht so groß war bei Aufschrei, konnte durch Aufschrei Schauhin überhaupt auch geschehen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass es dann aufgenommen worden ist und diskutiert worden ist. Ja, herzlichen Dank. Ist ein Applaus wert, glaube ich. Man kann das ruhig mal sagen.
Weil natürlich schon auch Mut dazugehört. Man muss schon, also man, ihr beschreibt das jetzt so locker vom Hocker weg, klar, ist ja auch erstmal so, aber es gehört schon Mut dazu, zu sagen, ich stehe jetzt da, ich sag das, oft ja auch mit Klarnamen. Also ist ja nicht so, dass sich alle irgendwie hinter irgendwas verstecken, sondern durchaus auch offen sagen, wer sie sind. Und man muss halt den Mut haben, mitzumachen und sich einzubringen in die Debatte. Mich würde interessieren, wenn ihr das jetzt so in der Rückschau, aber auch mit dem Blick nach vorne, vielleicht gelingt uns beides, bewertet. Würdet ihr, ich stelle die Frage an beide, aber jede wird sie dann natürlich für sich und aus ihrer Perspektive beantworten. Der Unterschied zwischen der realen und der virtuellen Welt, wo macht man den fest? Also ihr habt eben beschrieben, man findet sich plötzlich in dem virtuellen Raum gemeinsam wieder und natürlich hat so ein, sagen wir, so ein älterer Mensch wie ich eher das Gefühl, Mensch, es wäre natürlich auch schön, wenn wir in der realen Welt auch solche Räume kreieren könnten, offen miteinander die Probleme, die die Gesellschaft hat. Völlig richtig eingeschätzt, hier ist genauso, also es ist ein Problem, was uns alle beschäftigen muss, das eine wie das andere, also sowohl vom Schau hin wie vom Aufschrei. Wie definiert ihr den Unterschied oder wo seht ihr Übergangsmöglichkeiten? Das würde mich interessieren. Vielleicht, Kathi, fängst du an mit einer Einschätzung und Kybra macht ihren Blick darauf. Ist okay oder andersrum? Ja? Okay, dann wechselt halt ein bisschen an. Ich bin generell, ich glaube, das möchte ich vorweg schicken, immer kritisch bei der Unterscheidung zwischen realer und virtueller Welt, weil der an ganz vielen Punkten nicht mehr stattfindet. So. Und das Internet ist ja jetzt zunächst erstmal ein Tool oder eine Infrastruktur, derer ich mich bemächtigen kann, zum Beispiel um politische Positionen zu setzen. Und gleichzeitig wird mir aber durch diese Infrastruktur auch, werden mir unterschiedliche Öffentlichkeiten angeboten. So würde ich, glaube ich, die Unterscheidung machen. Räume, in denen ich solche Geschichten teilen kann, habe ich persönlich immer gehabt. So, ich bin schon ganz lange politisch aktiv. Ich war auch lange in feministischen Zusammenhängen schon immer aktiv und da kannte ich das, dass man solche Erfahrungen, die man mit Sexismus gemacht hat, immer auch thematisieren konnte. Mein Problem damit war eher, dass ich oft das Gefühl hatte, diese Räume, in denen ich das thematisieren kann, auch weil sie geschützte Räume sind, sind für mich wahnsinnig wichtig und produktiv. Und gleichzeitig ist sozusagen der Vorteil, der den Raum geschützt macht, nämlich dass die Stories den Raum nicht verlassen, gleichzeitig auch auf eine gewisse Art und Weise immer ein Nachteil, weil dadurch, dass wir die Stories nur untereinander teilen und sie den Raum nicht verlassen, passiert eben genau wieder das. Jede Einzelne fühlt sich auch wie ein Einzelfall und es kann nicht diese kollektive Sprengkraft entwickeln. Deswegen fand ich von Anfang an alle diese Dinge interessant, wie Street Harassment Maps, die du gerade angesprochen hast, wie Shouting Back, also Homepages, die irgendwie versucht haben, diese vielen kleinen Einzelfälle zu sammeln und zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen. Und ja, deswegen würde ich sagen, das sind vielleicht die Momente und Aufschrei war eben auch so ein Moment und Schau hin war auch so ein Moment, der mich wahnsinnig nochmal berührt hat, weil ich nochmal viel über Alltagsrassismus gelernt habe, weil ich auch viel über meinen eigenen Rassismus gelernt habe dadurch. Das sind schon die Momente, in denen eben genau diese Übersetzungsleistung stattfindet. Aber es ist keine Übersetzungsleistung zwischen virtueller und realer Welt, sondern es ist sozusagen ein Multiplikator-Tool, das es möglich macht, mir zu erklären oder anderen zu erklären, das passiert der und der diskriminierten Gruppe jeden Tag in der und der Form. Und ich glaube, die Übersetzung ist nicht die zwischen virtueller oder vermeintlich virtueller und realer Welt, sondern es ist eine Übersetzung von Erlebnissen, es ist eine Übersetzung von Erfahrungen. Caroline Ehmke hat bei einem Vortrag von der Böll-Stiftung, das finde ich sehr, sehr schön mal ausgedrückt, weil sie meinte, wenn wir Exklusion überwinden wollen und wenn wir neue Mechanismen der Inklusion schaffen wollen, dann müssen wir uns gegenseitig immer wieder unsere eigenen Erfahrungen auch übersetzen, weil Demokratie ganz oft auch daran scheitert, dass wir kein Verständnis für andere haben. Und das ist der Punkt, der für mich da wichtig ist. Und da bietet das Internet eine sehr, sehr gute technische Infrastruktur dafür an. Ich fand das sehr schön, was du gerade gesagt hast, oder das Zitat von Caroline Lemke, weil tatsächlich, ich glaube, wir sehr viel Verständnis
sehr wenig Verständnis für das andere oder für die Person, die anders ist, als wir selber haben. Und das immer auch als Journalistin für mich eine Aufgabe gesehen habe, Stories zu vermitteln aus einer anderen Perspektive, weil ich nie das Gefühl hatte, bis heute selten das Gefühl habe, irgendwo meine Version erzählt bekommen zu haben. Nicht nur ich Kübra, sondern ich als Muslimin, ich als Mensch mit türkischem Migrationshintergrund und so weiter und so fort. Und deshalb finde ich das sehr schön. Und generell habe ich immer das Bedürfnis gehabt oder nie das Gefühl gehabt, dass es genug Räume gibt, wo wir miteinander sprechen. Und obwohl ich in vielen Zirkeln aktiv war, war das halt immer so, auch in aktiven Aktivistinnenzirkeln war das so, es ging viel darum, was können wir bewegen, also zumindest in den Antirassismus-Zirkeln, wo ich drin war, in den Zirkeln, wo es um die Bekämpfung von Islamophobie ging, haben wir jetzt so nur am Abend dann beim Kaffee oder so über unsere eigenen persönlichen verletzenden Erfahrungen gesprochen und auch immer so, hahaha, mir ist das passiert. Und immer so belächelt und nicht bewusst über diese Erfahrungen gesprochen und nicht bewusst auch darüber reflektiert, wie diese Erfahrungen uns verändert haben oder wie diese Erfahrungen uns verhindert haben in vielen Dingen. Und wenn du jetzt fragst, sehr berechtigt und sehr richtig, wie kann man das, was online geschieht, trotzdem versuchen, in einer anderen Form, in einer nicht virtuellen Form zu kopieren, dann finde ich das ein deshalb richtiger Gedanke, weil genau diese Räume im realen Leben, finde ich, fehlen. Ich kriege nicht viel mit von Problemen von Menschen, die nicht so sind wie ich. Und das liegt daran, dass wir nicht genug Räume haben in unserer Gesellschaft, wo Menschen zusammenkommen, um privat zu werden, um persönlich zu werden. Nicht genug geschützte Räume hierfür. Und wir haben erst gerade mit Kathi uns vor der Diskussion hier darüber unterhalten gehabt, wie wichtig eigentlich so Dinner-Speeches sind oder Kaffeehäuser, wo man zusammenkommt und einfach mal erzählt und spricht und intellektuellen Austausch betreibt. Ich spüre total das Bedürfnis und ich lebe in England und in Oxford, und Oxford ist eine sehr Stadt mit einer Universität, die 800 Jahre Geschichte hat und sehr traditionell auch teilweise starr, aber es gibt einige schöne Traditionen, und eine ist zum Beispiel diese Momente, wo jemand, wo wir zusammenkommen, es gibt ein Dinner und vorher werden alle vorgestellt, die da sind. Und dann hält jemand eine Rede und alle haben was zu teilen, alle haben was zu erzählen, und wir lernen Menschen auf persönliche Art und Weise kennen. Es ist keine Party, wo du ankommst und kennst niemanden und musst nach und nach dich vorarbeiten und irgendwie hast das Gefühl, du bist auf einem Sandkasten und du musst halt entdecken, so, ja, graben, solange es geht. Und so ist es halt dort nicht. Und ich finde, dass diese Kultur total verloren gegangen ist. Die Kultur des Erzählens, die Kultur des Zusammenkommens, um zu erzählen. Oft ist es so, okay, eine Netzwerkveranstaltung und dann kommt man da mit einer Visitenkarte und zack, und alles ist sehr oberflächlich. Aber zu sagen, ich komme mit Fremden zusammen, um die Personen kennenzulernen, das fehlt uns. Und ich glaube, dass wenn man Räume für Begegnung schaffen würde, gezielt für Begegnung schaffen würde. Und da gab es einen sehr coolen TED-Talk zu. Ich bin ganz schrecklich mit Namen, im Gegensatz zu Kathi, die mir ganz viele Vor- und Nachnamen runterrattert. Und das finde ich total die coole Idee, und ich habe das schon irgendwo anders schon mal gesagt, dass ich gerne sowas hätte, aber jetzt, wo wir bei der Heinrich-Böll-Stiftung sitzen, kann ja vielleicht die Stiftung sich diese Aufgabe annehmen. Und zwar Dinner with the Other heißt das, also ein Abendessen mit dem anderen, und da haben sie gezielt und bewusst Menschen eingeladen, die einer die gegensätzlichen Ideologien entsprechen zum Beispiel oder Weltanschauungen oder aus anderen sozialen Kontexten stammen, und es gibt dann bestimmte Dinnerregeln, bestimmte Gesprächsvoraussetzungen, und man kommt zusammen an einem Abendessen und lernt sich kennen. Und sie ist halt eine sehr liberale Frau, auch Feministin, und hat sich dann mit einer von der Tea Party zusammengesetzt. Und die hatten dann halt ein Abendessen zusammen, und die haben festgestellt, dass sie unglaublich viele Gemeinsamkeiten haben, so als Frau, als Mutter, als Mensch, der sich für Natur interessiert und so weiter und so fort. Also verschiedene andere Themen, wo sie viele Gemeinsamkeiten entdeckt haben und darüber eine Basis aufbauen konnten für einen Menschen, der anders denkt, wo man niemals gedacht hätte, dass man so viele Gemeinsamkeiten hat. Und so, ich glaube, wenn man solche Räume schaffen würde, sowas bewusst machen würde, dann glaube ich, könnte man zumindest ansatzweise versuchen zu kopieren, was im Digitalen bei Aufschrei zum Beispiel geschehen ist. Ja, ich freue mich natürlich sehr. Also erstens über Abendessen.
Finde ich ja, ist immer, ja, finde ich an sich einen guten Anlass, also überhaupt zum Essen zusammenzukommen und miteinander zu sprechen, ist mal erstmal eine erprobte Methode, das muss man sagen. Das andere, was mich auch freut, das hat natürlich mit meinem, also ich bin ja etwas andere Generation als ihr, natürlich damit so, mich freut natürlich, wenn man plötzlich auf so eine alte Form zurückgreift. Also das, was du jetzt beschrieben hast, Kübra, das sind natürlich Dinge, die waren vor 100 Jahren gang und gäbe, ja, in einer aus unserer heute. Also aus unserer Zeit heraus, aber natürlich eine Phase, in der also vieles von dem, was wir heute wirklich Gott sei Dank auch schon überwunden haben, noch stattfand. Trotzdem war ja das genau sozusagen so eine Form. Also man begegnet sich so, man begrüßt sich, jede wird einzeln vorgestellt, jede hat anschließend auch noch was zu sagen, womöglich es gibt ein Thema, was auch noch gesetzt wird und so. Boah, so ein bisschen denke ich, ja, das ist natürlich, ja gut, wir haben uns also vor 30 Jahren ungefähr, als ich jünger war, haben wir uns gegen sowas erstmal sehr gewehrt und haben gesagt, um Gottes Willen, nichts vorgeben und mal richtig rauf auf die Kiste. Also das ist dann offenbar anders. Gut, werden wir uns auch da, ja, ich finde das ja also spannend. Bitte? Doch, ihr habt ja das Netz schon jetzt. Das Netz ist die Kiste. Ja, ist völlig richtig. Ich finde das toll, dass man das genauso auf sowas wieder zurückführen kann. Ich glaube, es kommt auch auf die Interdependenz an, auf den Zusammenhang von beidem. Und das habt ihr, glaube ich, beide sehr eindrücklich beschrieben, dass das Netz schon eine Form bietet, eine Plattform bietet, in einen Zusammenhang zu kommen, der interessanterweise öffentliches und privates, also das intime Erleben einerseits, was sehr persönlich ist, unter Umständen auch weit in der Vergangenheit liegt, zusammenzubringen ist mit dem aktuellen Moment der laufenden Diskussion. Und das finde ich ein Aspekt, den wir, glaube ich, noch gar nicht genügend wissen und wo im Moment auch so eine Debatte drüber sich verlagert. Und da würde ich sozusagen meine letzte Fragerunde an uns hier im Rahmen unserer öffentlich weit verbreiteten Veranstaltung legen. Es gibt jetzt im Moment eine Diskussion, die das Internet in ein ganz anderes Licht rückt, ausgelöst durch die Veröffentlichungen des Dissidenten, sage ich mal, Edward Snowden, der hingegangen ist und gesagt hat, ich habe das mal im Grunde erforscht und ich habe es im Grunde auch nicht ausgehalten, was ich da erlebt habe. Also er hat auch privates, intimes, zunächst mal berufliches Erleben umgearbeitet in öffentliche, sehr zum Teil ja auch, auch durchaus emotional geprägte, aber dann vor allen Dingen ja auch sachlich stark unterstrichene Aktion. Und er hat das, was er herausgekriegt hat, öffentlich gemacht. Er hat rausgekriegt, dass das Netz gar kein Raum ist, der geschützt ist in irgendeiner Weise, sondern ist das der ungeschützteste Raum, den wir haben. Weil wir eben vom realen geschützten Raum sprachen, ist das, glaube ich, eine wichtige Debatte. Und mich würde eure Einschätzung interessieren. Snowden hat uns also gesagt, ihr seid alle letztlich NSA überwacht und seid alle immer sozusagen in Kontakt mit Leuten, von denen ihr nicht wisst, dass ihr mit denen in Kontakt seid. Ich glaube, da liegt sozusagen der entscheidende Unterschied. Und von denen, wo man auch nicht weiß, welche Absichten sie damit verbinden, dass sie wissen, was sie vielleicht gar nicht wissen sollten oder müssten an der Stelle. Gut, das ist öffentlich. Dann hat sich einer jetzt geäußert, der ja auch immer interessant ist, auch wieder ein Kerl natürlich, in dem Fall jetzt, weil irgendwie bei mir, ja, freue ich mich schon drauf, Sascha Lobo, oder Lobo, das ist der, den kennen Sie vielleicht, der mit diesem roten, der hat so einen roten Stream, so einen Irokesenschnitt auf dem Kopf und ist damit also sehr berühmt geworden und steht der SPD nahe und Spiegel Online. Und der hat jetzt nur öffentlich erklärt, in einem Online-Text, gestellten Text, dass er gesagt hat, für mich, ich bin wahnsinnig enttäuscht, das ganze Internet, von dem ich einen Traum hatte, den Traum der Beteiligung, der Befreiung, der Selbstbefreiung, des auch Empowerments, du hast das Wort eben benutzt, Kübra, das ist für mich alles weg, das ist total, schrumpft das zusammen zu einem negativen Etwas und ich mag mich schon kaum mehr richtig da drin aufhalten und das Internet wird schwierig, sagt Sascha Lobo plötzlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der wollte sich da auch selber aus der Kiste rausnehmen, weil er bisher immer etwas vielleicht zu empathisch damit war, dass das Internet so ein unheimlicher Raum ist. Es ist ein toller Raum, ob oder obwohl oder trotz nicht. Es ist ein toller Raum und es ist ein Raum, von dem wir heute Abend ja gelernt haben, dass er eben doch zu etwas führt, miteinander und im Auseinandersetzen einer Gesellschaft mit sich selbst. Und meine Frage an euch jetzt, empfindet ihr diese Debatte als etwas, was Hashtag Aufschrei oder Hashtag Schau hin positiv wie negativ beeinflusst? Oder würdet ihr beide eher sagen, auf gut Deutsch, das geht uns irgendwo dran vorbei und wir bleiben bei dem, was wir mit dem Netz überhaupt schon immer angefangen haben und weiter anfangen wollen? Wie stellt sich das für euch dar, diese Debatte? Wer fängt an? Ja, glaube ich ja. Deswegen, also ich will das Mikrofon auch loswerden. Wer fängt an? Kübra fängt an. Okay. Ja, ich mache auch nicht so lange. Nee, also ich glaube halt nicht, und zwar, weil ich nämlich
gar nicht so überrascht war. Und ehrlich gesagt hat sich in meiner Lebensrealität wenig verändert durch den NSA-Skandal, weil ich aus einer muslimischen Community komme und wir konstant mit dem Gefühl leben, beobachtet zu werden. Und also ich habe oft Witze gerissen, so übrigens für die, die zuhören, so und oder keine Ahnung, man ich habe immer aufgepasst und ich habe immer das Gefühl gehabt, weil ich das aus meiner Umgebung kannte, vor allem nach dem 11. September gab es viele Geschichten von Freunden, die sich irgendwo beworben haben und dann, keine Ahnung, plötzlich steht der Verfassungsschützer so da und sagt, ja, pass mal auf, was du da machst. Oder Freundinnen, die ein Magazin gegründet haben, absolut normales Ding. Und dann kriegt der, also ich darf jetzt keine Details sagen, aber dann hört man plötzlich zu hören, du kommst karrieretechnisch nicht weiter, wenn du nicht damit aufhörst. Das heißt, es war eine absolut klare Lebensrealität für mich, immer zu wissen, ich bin mit meiner Kommunikation online niemals alleine. Und ich hatte schon lange ein Post-it auf meiner Kamera, auf meinem Laptop kleben. Hast du keinen? So, hallo? Okay. Und deshalb hat sich tatsächlich mit dem NSA-Skandal, das hat sich in meiner Lebensrealität nicht viel verändert. Und für mich war das Internet immer ein Werkzeug. Ich wusste, dass es zum Negativen benutzt wird, aber ich wusste, dass es in meiner Kraft auch liegt, das positiv zu nutzen. Und so wie jedes andere Werkzeug auch, hat das positive und negative Kräfte. Und für mich war immer nur die Aufgabe, was kann ich da am besten rausholen? Und ich habe schon immer aufgepasst, dass ich meine Terrorpläne nicht online teile. Das mache ich nur per Brief. Und Eule und so. Und also deshalb ging diese Debatte so ein bisschen so, auch die Überraschung oder so, huch, was ist denn passiert, ich bin enttäuscht vom Internet. Also ich hatte nie die Erwartung und deshalb war ich auch nicht enttäuscht. Alles, was Kübra sagt, auch wenn ich das nicht aus eigener Erfahrung kenne in der Form, aber wenn man das, also so, wenn ich das für mich nochmal in so einen weiteren feministischen Kontext stelle, dann so, feministische Theorie hat sich ganz lange immer damit beschäftigt, dass Frauen dazu erzogen werden, angeguckt zu werden. Also Mädchen und Frauen wachsen damit auf, dass sie beobachtet und angeguckt und bewertet werden. Und sobald man sich als Frau in der Öffentlichkeit äußert, merkt man auch, dass das so ist, wenn man sofort immer sanktioniert wird auf die eine oder andere Weise. Deswegen hatte ich jetzt nicht so das Gefühl von tatsächlich Überwachung, wie Kübra das beschreibt, aber dieses Gefühl, dass alles beobachtet wird und permanent, damit auch Dinge angestellt werden, das kenne ich. Spätestens nach Aufschrei war es bei mir auch so, dass Aussagen, die ich in dem einen Kontext gemacht habe, mit Aussagen, die ich in einem anderen Kontext gemacht habe, zusammen auf einem Blog online gestellt wurden und ganz absurde Geschichten daraus gedreht wurden von irgendwelchen Leuten, die mich diskreditieren wollten. Das heißt, für mich war diese ganze NSA-Geschichte überhaupt nicht mehr relevant, weil ich kannte das schon, dass sich jemand den ganzen Tag ausschließlich mit mir beschäftigt und alles, was ich sage, irgendwie neu zusammenstellt und auf die Goldwaage legt. Und das hat mich persönlich auch deswegen überhaupt nicht verwundert, dass es auf einmal irgendwie, keine Ahnung, weiße, heterosexuelle, deutsche Cis-Männer waren, gerne aus der Mittelschicht oder aus dem Feuilleton, was gerne auch in eins geht, die sich auf einmal darüber empört haben, dass jemand ihre Privatsphäre überwacht, weil da kann ich nur sagen, also gerade in der Philosophie und in der feministischen Philosophie ist die Frage nach Öffentlichkeit und Privatheit lange diskutiert worden aus ganz vielen verschiedenen Gründen und ich kann nur sagen, liebe Männer, jetzt habt ihr auch erlebt, wie das ist. Und jetzt wäre es eigentlich ganz cool, wenn wir mal in so eine große gesellschaftliche Debatte darüber eintreten könnten, wo wir die entsprechenden Expertinnen auch danach fragen, was es eigentlich an Erkenntnissen dazu gibt und wir vielleicht unseren Privatsphärebegriff mal neu definieren müssten. Ja. Ich bin echt perplex, weil das würde ja bedeuten, dass das die Frage ein reines Männer, also nur Männer fühlen sich jetzt sozusagen nackt im Internet. Ja, ich meine. Ich fühle mich, nee, ich sag mal so,
ich fühle mich halt jetzt auch an anderen Stellen nackt im Internet. Aber nackt im Internet habe ich mich relativ schnell gefühlt, nachdem irgendwie die ersten Mord- und Vergewaltigungsdrohungen kamen. So, und was ich sagen will, ist nicht, dass nur Männer nackt im Internet sind, sondern dass die es jetzt stärker wahrnehmen, weil es für sie das erste Mal die Auseinandersetzung damit ist, dass jemand in ihre Privatsphäre eingreift. Für Frauen ist es ja auch an ganz vielen anderen Stellen schon ein Thema, sei es die Pille danach, sexuelle Selbstbestimmung. So, für Frauen ist es keine Überraschung, dass Politik beispielsweise in ihr intimstes Privatleben eingreift. Bei Männern ist das einfach was anderes und die sind neu damit konfrontiert. Danke, das habe ich damit auch gelernt, muss ich sagen, weil das war mir so nicht bewusst, weil wenn Leute über die Bürgerrechte im Internet sprechen, meinen sie ja erstmal sozusagen das ohne den Vorlauf, den du gerade beschrieben hast. Und insofern ja auch die Verwunderung bei manchen, gerade den Älteren sozusagen, die sagen, komisch, keiner regt sich darüber auf, dass die NSA jetzt da überall forscht. Also und die Frage, wie man dann Bürgerrechte insgesamt neu definiert und damit auch möglicherweise Privatsphäre im digitalen Zeitalter, das ist ja das Problem, was sich dann sozusagen allgemein stellt. Das ist, glaube ich, dann kein Frauen- oder Männerproblem, ist ein gesellschaftliches Problem für uns alle. Aber die Erfahrung, die du gerade geschildert hast, jedenfalls für mich so, war das neu, das so zu sehen. Also insofern danke dafür, das habe ich gelernt schon mal sofort. Und jetzt ist die Frage, habt ihr noch ganz zum Schluss, kurz und knapp, einen habe ich schon gehört, das ist der irgendein Aufkleber auf die Kamera. Gibt es so konkret noch zwei, drei Ratschläge im Umgang an unsere Gäste mit dieser völlig zerbrochenen Privatheit, die man öffentlich macht? Ich habe keinen Ratschlag, ich habe eine Bitte. Respektvoller Umgang, anderen zuhören und Zivilcourage. Das heißt, das Gleiche, wozu ich Leute aufrufen würde, auf der Straße oder im Berufsleben, ist genau das Gleiche, wozu ich Leute aufrufe, die sich an irgendeiner Stelle in Öffentlichkeiten im Internet bewegen. Wenn ihr mitbekommt, dass jemand Opfer eines Shitstorms wird, wenn ihr mitbekommt, dass jemand anderen sexistisch oder rassistisch oder homophob attackiert oder ihr überhaupt sexistische, rassistische, transphobe, homophobe Witze, also alles, was diskriminierend ist, wenn ihr sowas beobachtet, sagt was. Schreibt was, aber steht nicht daneben und schaut zu, weil das ist das Problem, dass in jeder Form der Öffentlichkeit am Ende bestehen bleibt, wenn wir immer von denen, die betroffen sind, erwarten, dass sie sich zur Wehr setzen, dann ändert sich nichts, sondern es müssen alle gemeinsam einschreiten, was dagegen tun und deutlich machen, dass an bestimmten Orten kein Platz für solche Äußerungen ist. Also kraftvolle Worte, da fällt mir nicht mehr viel zu ein, außer das, was du gesagt hast. Eine andere Bitte, die ich habe, ist an Frauen und Männer, die aktiv sind, die sich als Aktivistinnen verstehen, in all diesen Bereichen, die bereits genannt worden sind, also sei es Antirassismus, im Feminismus, gegen Homophobie und Co., zu verzeihen zu können, vor allem auch sich selber. Und wir haben gerade darüber gesprochen, vorher, vor diesem Gespräch, da lief die interessanteste Diskussion lief vorher ab, ihr habt alles verpasst. Ja, und etwas, was mich sehr lange schon beschäftigt hat, nämlich, dass ich und Katja das auch genannt als Beispiel, angefangen haben, uns selbst zu zensieren, weil durch diese Öffentlichkeit und auch die Shitstorms und die ziemlich harschen Reaktionen, die man teilweise auf Sätze bekommt und darauf festgenagelt wird, man dann anfängt, langsam sich zu zensieren, bestimmte Dinge nicht mehr zu sagen, die man früher gesagt hätte, weil keine Atmosphäre besteht, wo verziehen werden kann oder verziehen wird. So. Und ich finde, das zehrt an den Kräften, das führt dazu, dass vieles nicht besprochen wird, was besprochen werden könnte. Und ich glaube, jeder kann einen Fehler machen und man darf sich dafür entschuldigen und man darf dann auch neu anfangen dürfen. Und nur weil das Internet bestimmte Dinge nicht mehr löschen lässt, weil Dinge für immer da bleiben, heißt es nicht, dass man immer darüber bewertet werden sollte. Und ich glaube, dass wir uns selber, es gibt immer Ausnahmen, aber generell finde ich, dass wir uns mehr Raum für Verzeihen geben sollten, mehr Raum für einen Neuanfang, mehr Raum für Entschuldigungen, die auch gehört werden, akzeptiert werden. Denn nur so können wir wirklich Menschen für diese Themen gewinnen. Denn nur so kann aus einem Antifeministen ein Feminist werden. Und genau, verzeihen. Ja,
Herzlichen Dank, Kybra, Kathi, für eure, euer offenes Gespräch, unser offenes Gespräch hier gemeinsam. Dank an die interessierten Gäste und Dank an Jasna Strick, die uns mit einem Impulsvortrag auf diese Spuren geführt hat, die wir jetzt hier gemeinsam erörtert haben. Damit endet der Stream an dieser Stelle und wir haben nach einer kurzen Pause, die wir uns, glaube ich, im Moment gönnen sollten, nochmal Gelegenheit, gemeinsam mit den hier vor Ort real anwesenden Gästen noch ins Gespräch zu kommen für einen Nachklapp zu dem, was wir gerade miteinander öffentlich beraten haben. Herzlichen Dank, schönen Abend. Applaus